Hallo, willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Problem Diesel-Update, die Rückrufaktion von Mercedes. Es war halt oft so, dass Mercedes von sich aus euch angeboten hat, ein kostenloses, freiwilliges Update zu machen auf dem Motor. Nach diesem Update war das leider so, dass die Fahrzeuge nicht vernünftig liefen. Die haben mehr AdBlue verbraucht, die haben mehr Diesel verbraucht, das Getriebe hat nicht ideal geschaltet. Das Problem ist, es war halt freiwillig. Und weil es freiwillig war, haben die Leute das gemacht, ne? Und Mercedes konnte dieses Update nicht rückgängig machen, obwohl ihr es nicht musstet. Es gab natürlich auch Fahrzeuge, die das machen mussten zum Beispiel, da hatte man keine andere Wahl. Aber bei den Fahrzeugen, wo es halt nicht notwendig war, gibt es halt sehr viele Fälle, wo jetzt auch die Endkunden gegen Mercedes geklagt haben, weil sie natürlich jetzt ihr altes Fahrzeug zurückhaben wollen. Mercedes hat diese Möglichkeit nicht, euch euer Fahrzeug wieder zurückzugeben, wir schon. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die letzte gute Mercedes-Software zu benutzen und euch das Fahrzeug mit der letzten guten Mercedes-Software wieder zu bespielen. Das ist völlig legal, da ist nichts Schlimmes dran, denn es ist halt ein freiwilliges Update und es ist auch so, dass wenn ihr danach zum TÜV fahrt, zur EU fahrt, keiner sieht irgendwas, denn es gibt keine Möglichkeit festzustellen, dass irgendwas manipuliert wurde, denn es ist eine originale Mercedes-Software. Das ist kein Tuning, keine Modifikation, sondern das ist, wir haben die Möglichkeit gefunden, weil wir mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten und mit verschiedenen Programmierern, ein Update wieder rückgängig zu machen. Ähnliches Patent war das auch bei den Mercedes-Benzinfahrzeugen. Vor einem Update waren die Fahrzeuge sehr laut, nach dem Update waren die auf einmal sehr leise. Und das war freiwillig. Das heißt, viele Kunden wussten nicht, dass Mercedes ein Update gemacht hat, keiner hat darum gebeten und auf einmal hört sich das Fahrzeug ganz anders an. Da haben wir ebenfalls die Möglichkeit, das zu machen. Für die Fahrzeuge, die zum Beispiel exportiert werden in andere Länder und ihr habt dort ein Update bekommen, was halt notwendig war und das Fahrzeug fährt dadurch halt nicht ideal, haben wir auch für diese Exportfahrzeuge die Möglichkeit, auch dort behilflich zu sein. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch telefonisch oder per E-Mail und wir werden euch da helfen können. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.